Es ist endlich soweit. Mein Drache ist fertig. Ihr könnt es auch schon unten lesen. Ich hatte gerade eben noch 30 Minuten drauf. Dann habe ich Plus geschrieben hier in den Chat und wurde auch schon geschrieben. Dein Ei ist schon fertig. Maridorus fertig. Ja, jetzt fehlt nur noch, dass es schlüpft. Ihr könnt es auch hier schnell sehen. Bevor das schlüpft, sind einfach noch hier so zwei Augen zu sehen. Das Ei ist hier schon überall ziemlich angeschlagen. Das heißt, der Drache möchte jetzt langsam so mal raus. Wird zu groß. Gut, mal gucken, ob das von der Entfernung geht. Ich habe mich jetzt extra ein bisschen weiter zurückgestellt. Drachen ansehen. Ah doch, das geht sogar. Hau mal hier das Ei raus, dann sehe ich meins. Und dann. Oh, okay, gut, das kann nur der Besitzer machen. Dann muss ich meinen schönen Platz verlassen. Das wäre jetzt echt cool gewesen. Will ich stehen bleiben können? Vielleicht auch nur mal kurz. Drachennest. Vielleicht sollte ich erst meine Slots hier ein bisschen frei bekommen. Sonst kann der ja gar nicht schlüpfen. So. Öffnen. Perfekt. Also Leiste ist komplett voll. So muss es sein. Das kommt durch das, ja, 24/7 im Eierkreis stehen. Ja. Beenden. Todesläutern ist da am Start. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fähigkeiten. Ja, bin ich eigentlich mit zufrieden. 7 hätten es werden können, es hätten aber auch 10 werden können. Also in dem Bereich, aber doch, da bin ich doch mal ganz entspannt. Mal schauen, ob da vielleicht irgendwie noch was geht. Ja, Attributsbonus, Wildheit, 534 Schaden. Für wow, okay, das ist viel mehr als meine bisherigen haben. Und 1300 Rüstung. Ja, damit kann ich auch was anfangen, weil ich muss dazu sagen, die haben ja noch ihre Ausrüstung. Der ist jetzt ja völlig nackt. Durch den kann man ja so gesehen durchschauen, ne? So. Gut, den habe ich jetzt dabei. Ich will ihn nur mal kurz sehen. Boah, perfekt. Ein Knochendrache. So, endlich. Ich habe, glaube ich, 10 Tage gewartet. Schaff mal die Flügel an. Da ist irgendwie so ein Nebel. Oder irgendwie so dunkler Nebel geht da so entlang. Boah, richtig nice, der Drache. Vor allem, ich glaube, das ist der einzige, der in so einer Totengestalt ist. Und hier gibt's ja auch, glaube ich, dieses Event. Ich weiß gerade nicht, wie der Drache heißt. Der ist einfach mal um die 100 Mal so groß wie meiner, aber sieht genauso aus. Ich glaube, Lockfear. Lockfear heißt der, glaube ich. Der schwebt über die Welt und den kann man dann auch kaputt hauen. Ja, so. Jetzt gehe ich aber doch nochmal hier hin. Ich versuche ihn mal zu füttern. Drachenmist, glaube ich. Ah, gut, ich entschwöre ihn mal. Jetzt ist er entschwört. So. Kann ich den jetzt irgendwie füttern? Drachentraining. Okay. Das ist schon der, ja. Trainings-XP. Nicht genügend Bahn? Ja. What? Wie braucht der denn? Wo steht denn das? Ich kann mal kurz aus dem Lager noch meine abholen. Wie füttern? Wo geht das jetzt genau? Gefährten-XP? Na, das bloß nicht, das bloß nicht. Da ist er, glaube ich, weg. Oder? Nein, nein, da gab's nämlich irgendwas. Da verschwinden die Drachen dann, wenn man sie dorthin schickt.
Weiß ich leider auch gerade nicht wo. Aber wie kann ich den jetzt füttern? Kann ich. Vielleicht muss der hier drin sein? Ja, doch. Maximales Tränzel erreicht. Ah, ist es dann dieses verfügbare Drachenattributspunkte? Oh. Ah, da werden die maximalen Trainingslevel erhöht. Wo kann ich denn den skillen? Kann man den irgendwo hier? Weil. Hab es leider noch nicht gemacht. Bisher hat er auch nur diese Fähigkeiten, die kann man aber von einem anderen Drachen rüber spielen. Könnte ich auch mal probieren eigentlich. Was hat denn der? Na ja gut, da ist nichts drauf. Aber da müsste ich mir vielleicht einen Drachen holen, den ich danach eh wieder freilasse. Gut, aber das kommt dann alles von anders. Ja, ich bekomme es gerade irgendwie nicht hin mit dem Skillen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nicht. Vielleicht denke ich mir das bloß ein bisschen anders gerade. Okay, sorry für den Cut. Ich habe natürlich alles richtig gedacht, bloß nicht gleich am Anfang verstanden. Also das eigentliche Video ist jetzt schon fertig. Ich will bloß das jetzt halt noch dazwischen schneiden, weil ich es einfach jetzt für wichtig halt und ich denke, das ist auch ein wichtiger Zeitpunkt, wo man es sagt oder wo man es sagen sollte. Wegen dem Leveln, natürlich, es geht. Ich hab's bloß irgendwie vercheckt. Ich kann jetzt hier nochmal schnell reintun. Man muss auf die kleinen Pfeile hier klicken. Das ist schon mal die erste Sache. Und was man dann auch machen muss, ist hier sich das zu sichern. Ich führe das, glaube ich, mal an dem hier vor alles. Ich habe auch schon seine Ausrüstung ausgezogen. Um das alles jetzt nochmal ein klein bisschen genauer zu erklären einfach. Gut, also der Drache ist Level 0. Ich habe 8500 Drachenwaren, also Speisen. Ich mache jetzt einfach mal auf 10. Komme ich aber auch gleich zu wieso 10. So, erstmal, er hat jetzt halt verfügbare Drachenattributspunkte. Dracheninfo. Was soll ich denn so hoch machen? Wo sind die HP? Regeneration, sind wir da oben? Das habe ich natürlich nicht geschaut, wo die Leben sind. Hier ist die HP-Regeneration. Gut, dann mache ich es einfach mal hier. Physische Abwehr ist 1222. Gut. Training. Ich mache einfach mal das hier. Das hier. Das hier. Ja gut, kommt noch ein bisschen. So, ja, das steigt auch immer mehr auf. Also man braucht dann jetzt halt hier schon 6 Drachenattributspunkte, um ein Level aufzusteigen. Gut. Hier kann man zurücksetzen und nach Speicherung. Das ist aber kostenpflichtig, ja. So. Speichere ich. Ist jetzt da drinnen. Hier, er hat ein bisschen Abwehr dazu bekommen, oder? Ja, doch, doch. 1222 waren es. So kann man den natürlich skillen. So. Der hat aber ein Maximallevel. Hier steht 25, dazu komme ich aber gleich. Haben wir nämlich genau das gleiche Problem hier. Bei dem bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich den skillen soll genau. Also, ob man da vielleicht doch ein bisschen auf Con gehen soll. Also ich weiß schon, da ist zwar ein Netz schon drin, was ich mir vorstellen könnte, dass das so ein bisschen die Richtung vorschlägt, wo man hingehen sollte. Aber ich denke, da kann man das ein bisschen persönlich schon machen. Also Wildheit und Stärke und Con, denke ich, sind meine Attributspunkte auf die Skillen wert. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, wieso Intelligenz. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz so. Vielleicht wegen den Fähigkeiten dann.
dass die ein bisschen besser werden. Aber da muss ich alles noch schauen. So, auf jeden Fall habe ich hier Trainingslevel 31. 31. Mal schauen, ob wir es hinbekommen. Ich werde nämlich jetzt halt meinen Drachen aufgeben. Ja, genau, der hier. Habe ich jetzt ja gerade eben Level 10 gemacht, hat einen bestimmten Grund. Man braucht hier Ledis Akademiewahn. Bin ich auch schon davor drüber gestolpert. Kann man das maximale Level erhöhen. Ich glaube, die gehen insgesamt bis Level 100. So. Jetzt halt kann man hier die zum Studium schicken. Der Drache ist danach komplett weg. Und man bekommt hier ein so eine Ledis Akademie Ware. So. Was ist denn das? Wollt ihr Drachen, ja, was wollt ihr diesen Drachen wirklich abgeben? Der Drache öffnet nach für, ihr erhaltet allerdings folgende Belohnung. Also die Ledis Akademie Ware ist dabei, plus 20% verbrauchter Drachenwaren. Ah ja, okay. Also ich denke, das ist das Drachenlevel hier mit gemeint. Ich werde den jetzt aber nicht auf 21 hochziehen. So, also. Einen Punkt habe ich jetzt hat. Drachenwaren 320 dazu bekommen. Das sind die vom Füttern, glaube ich, davor. Jetzt haue ich den hier mal rein. Geht das jetzt? Oh, okay. Ich brauche 6 Akademiewaren, um den auf Level 32 leveln zu können. Und dann muss ich ihn natürlich auch wieder hier mit Drachenwaren hochfüttern. Das bleibt uns nicht erspart. Gut, dann kann ich das leider nicht zeigen. So viele Drachen besitze ich nämlich nicht, dass ich sie alle wegschicken kann. Aber ich denke, ihr werdet jetzt wissen, um was es geht und wie das geht. Ja, zum Skillen. Weiß ich noch nicht ganz. Ich denke halt echt, wie gesagt, diese 3 Punkte da werden mir aber auch nochmal vielleicht Hilfe von dem Level 105er holen und den einfach mal fragen. Vielleicht sagt er selber, ja, das ist eigentlich egal, auf was du halt deinen Wert legst. Und ja, gut, dann würde ich sagen, geht's einfach mit dem ersten Video weiter. Das heißt, da wird gleich ein kleiner Cut kommen. Und ja. Immer noch draußen, der außen ausschaut. Ja, ganz klar, mit dem Drachen kann man doch mal leben. Ah, und sterben kann er eh nicht. Tot ist er schon. Ja, also ich bin auf jeden Fall stolz auf meinen Drachen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Mal schauen, was ich als nächstes für einen Drachen in die Inkubation freigebe. Aber ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und bis dahin viel Spaß beim Spiel und bis zum nächsten Mal.